Das ist Johnny Star 300. Ich hab das schon gesehen. Mach mal den Schild, Alter. Du heißt Johnny Star 300, weil deine Mutter dachte, das wäre ein sauberer und ordentlicher und toller Name. Hallo, das ist mein Spitzname, Johnny. Oder G. Oder Black Star 300. Moment. Aber Black Star ist auch mein Spitzname. Ja, es gibt Leute, die mich so nennen. Eine, zwei. Zwei. Ich dachte es mir. Wir stehen eigentlich keiner LSD. Ja, und du kannst dich bei deinem Namen nicht entscheiden. Warum? LSR bzw. Phoenix. Und dann dein Name ist Durian AK LSR. Gibt uns das zu denken? Ich kann auch LSR AK Durian, AK Alan, AK Jota, AK Phoenix, AK... Und so weiter und so weiter. Das kann den ganzen Tag so sein. Sation, AK Somi. Hallo. AK Xephis, AK Xephia, AK Livia, ja, Frauennamen. Steuern, Olaf. Schau mal den Detonator. Mach mal, Detonator. Detonier mal. Das wäre ein guter Moment, den einzusetzen, was? Ja. Die Welt ist gerettet, alle Dinos sind tot. Ja. Gelobt sei Erik, der dieses Item benutzt hat. Schnecke of Doom. Yes. Wo ist Baliok, Mann? Keine Ahnung, spiel mal den Schild und ich hol Baliok, Mann. Jetzt hat der Dino weg, ist kann ich hier runterfahren. AK Darius, AK. Spiel! Geh nach vorne! AK Puh, ich glaube, das waren alle Namen. AK, Jubido, Jufaitin. Ach, Daisuke gab's da noch. Tralala. Stressmacher gibt's auch noch. Stressmacher war von. Stopp! Steht ungebetenem Gast. Keine Bewegung, aber trotzdem. Ja, aber in anderen Sachen bist du der Stressmacher. Zum Bleistift? Brawl, Naruto, Naruto 2, Naruto 3. Das weißt du noch gar nicht. Iss mal was. Jetzt stinken wir aber gewaltig gen Himmel. Junge, wir brauchen ein Bad. Ein Bad? Wir Kinder brauchen keine stinkenden Bäder. Meine Rede! Nee, nicht. Meine Rede! Außerdem habe ich erst letztes Jahr gebadet. Für die Kinder reicht das. Schade, das drückt nur einmal. Zweimal. Wir wieder nachgucken und prüfen. Ich glaube, du hast nur einmal drauf gedrückt. Weil sonst stand da jetzt wieder das Ende. Drücken wir nochmal drauf. Innen. Minimieren wir einfach mal und gucken. Was hast du jetzt getan? Noch nie waren wir uns so unsicher, ob wir aufnehmen oder nicht. Ja, weil du erst verkackst und an dem Knopf abrutschst und dann. Ja, wir haben aufgenommen. Enable. Ich hab richtig gedrückt. Ist der gerade noch auf? Ja, der ist noch am Auf. Ist er noch am Aufnehmen? Rekrut. Ah, er nimmt gerade auf. Peinlich. Nächstes Mal lässt du mich drücken. Dann sagst mir einfach Bescheid. Das wird weggehen. Das glaubst du? Sowieso nur wir. Wenn ich jetzt das mache. Und dann einen auf den hier. Ja, es ist weg! Das können jetzt nur wir sehen, weil es die schwarze Umrandung von dem Fenster hier ist, aber ist egal. Sieht besser aus. So, am Anfang ist wieder ein Safe State. Was das Tolle ist, das heißt, wir haben den Safe State eben gar nicht gebraucht. Toll! Passwort Food. Ein Vulkan vielleicht? Volcano Cavern oder sowas. Ja, ja, fängt jetzt toll an. Machen wir uns Gedanken darüber. Okay, keine Feinde in Sicht. Freut mich. Ganz schön heiß hier unten, was? Na, bestimmt nicht, weil wir Wikinger sind, nein, weil es so ist. Und weil der Boden mit Knochen gepflastert ist oder so. Das sieht erst aus wie fast Magma-Steine. Gekaltete Lava-Magma-Dings. Was ist denn hier los? Oh! What the hell was that? Oh, da ist ein zappelndes, weiß ich nicht. Kannst du nicht mit dir reden, nein, noch nicht. Brauchen wir den Schlüssel. Ich erkunde hier schon mal. Freut mich. Ja, hier. Da! Ja. Sind Tote? Ja, aber wir sind jetzt einiges schlauer. Ja, da hinten sind Gegner. Wir wissen, dass da ein Vulkan ist und dass wir. Ja, guck, da passt doch perfekt Vulkan. Wir kommen da vorbei, indem du vielleicht dein Schild nach oben hältst oder so. Vielleicht und auch. Nee, das ist Eric. Ja, Eric muss auch vorbei.
Oh ja, so skilled. Ich hab mich so gut geschützt. Und wir sind so skilled vorbeigelaufen. In die Leiter gesprungen und so. Yeah. Alter Falter. Wir wissen immer noch, Feuer macht mehr Schaden. Zwei Stück nämlich, weil... Baum. Wir mögen kein Feuer. Genau, das stinkt. Noch schlimmer als sie. Was kann denn schlimmer stinken als die Wikinger? Kein Feuer. Du hast nicht viel Zeit, weil es hier so ein eingängiger Raum ist. Ich hab's gemerkt. Es wackelt. Ja, warum sind hier Höhlenmenschen? Ist hier so ein toller Platz zu leben oder was? Anscheinend, da unten ist jemand eingesperrt. Ja. Ah. In einem Holzkäfig. In einem Vulkan. Wir brauchen einen Schlüssel. Nein. Oder ich mach einfach mal auf den hier. Werden der Schlange nach dem Schlüssel gesucht? Ja. Ich meine, hier, weißer Schlüssel? Was soll der Kack? Oh, okay. Das ist wieder ganz. Es hat einen automatischen Reparaturmechanismus, der... Ah, es ist eine Frau. Die ist nackt. Fast. Die ist nackt. Na gut, man kann es als Schatten bezeichnen, vielleicht auch als... Hallo! Und willkommen. Vielen Dank für meine Rettung. Um von hier zu entkommen, musst du den Schlüssel finden und den Berg durchqueren. Ach. Wo ist der Schlüssel? Du musst wieder runtergehen und deinen Weg in den Berg finden. Wie wär's mit einer genaueren Antwort? Ich werde meine mentalen Kräfte einsetzen, um die Feuerbälle im Berg zu vernichten. Vielen Dank für deine Hilfe. Dafür bin ich doch da. Dafür wurde ich hier reinprogrammiert. Also was hat die jetzt gemacht? Das Feuer weg. Durch ihre mentalen Kräfte. Also hat jetzt die Kap... Das kann ich einrennen jetzt, oder was? Anscheinend. Finde den Weg durch die Berge, Lunge! Das ist wirklich schade. Das konnten wir nicht kommen sehen, oder? Nein. Nein. Jetzt haben wir ein Problem. Obwohl, nee, haben wir doch nicht. Baljok. Der kann jetzt das Ding nämlich einfach... Der kann dich ja von der Leiter runterfallen lassen. Der kann ja abspringen. Genau. Ist ja nicht so wie in gewissen anderen Spielen, dass man nicht von der Leiter abspringen kann. Ja, sag doch das Spielnamen und du bist, glaube ich, tot. Werde ich getötet von einem gewissen Herrn. Steak! Was war's da? Was schon Abel von tausend von Jahren in diesem scheiß Stein. So, mach mal den Schild, weil ich weiß, da wird ein Dino kommen. Du weißt gar nichts. Guck, da kommt ein Neandertaler. Toll! Habe ich mich leicht verschätzt, aber egal. Baljok war wieder am Posen. Also wie die Wände explodieren, nur weil du sie eingerannt hast. Ist doch geil, oder? Ja. Finde unseren Weg in den Berg. Ein Wieso Erdbeer. Hat die ihre mentalen Kräfte nicht eigentlich benutzt, um den Käfig aufzutun? Weil das Schloss ließ sich mit Pfeilen zerstören. Ja! Ja! Das ist ein Dimensionsportal in einem Vulkan. Gibt doch voll Sinn. Ist mir wurscht. Wir haben jetzt den roten Schlüssel. Das bringt uns mehr. Wir gehen jetzt mal weiter. Und zwar sind die Feuerbälle hier jetzt auch weg. Ja. Eric! Du glaubst wohl selber nicht, dass er da hochspringen kann, oder? Gut, dann gehen wir die Leiter. Ey, komm mal zurück. Ich komm nicht hinterher! Die post immer noch mit ihren Proportionen. Hat die eine schöne Titel? Titel? Ja, die hat einen tollen Titel. Yay, jetzt sind wir hier oben für nichts und wieder nichts. Finde ich toll. Musst du jetzt darüber gleiten? Ist das ein. Das bezweifle ich. Ist das jetzt ein Fallschirmabsprung-Ding? Ey, da drüben war doch auch noch was, oder? Ja, da muss man aber erstmal hinkommen. Mit Baljok und dem anderen. Das kann Baljok da rüberfallen. Von da oben aus. Ja, dann. Nee, Baljok fliegt halb. Mach du mal Olaf eine Rüberfallaktion. Blöpp. Und ich mach da mal einen auf Eric, der ganz da unten ist. Und dann springe ich mal darüber und guck ich mal. Find, sie hat, ich finde, die Höhlenmensch Neandertalerin hat auch ein schönes Hinterglasbild. Hinterglasbild? Ja. Was soll das jetzt wieder sein? Ein Hinterglasbild. Ah, dann geht's doch weiter, okay. Guck, Baljok kommt von oben und dann hat's sich die Sache. Ja, guck, kein Fallschaden. Kommen. Ich muss sagen, du erstaunst mich immer wieder. Ja, dein Pfeil trifft nicht. Wie der trifft, hast du das gesehen? Haha, hast du das gesehen? Timing ist nämlich alles. Oh, Fleisch. Eric! Ich könnte mal Olaf heilen, aber... Nee. Gib mir wieder.